Bei all den Geschichten aus dem frühen und späten Mittelalter war es Zeit, sich dem König der Gegenwart zu stellen. Und das war nun mal der König Alkohol. Dem hatten wir ja bereits im Laufe des Abends ordentlich gehuldigt, aber jetzt ließen wir ihn unsere Ehrerbietung so richtig spüren. Das Bier floss durch unsere Kehlen wie die Moldau durch Prag. Ich erzählte Jakob von Hamburg und meinen bislang recht erfolglosen Versuchen, an der Elbe Fuß zu fassen. Auch meine Drogeneskapaden des letzten Jahres sparte ich nicht aus. Jakob war ein genauso guter Zuhörer wie Erzähler. Trotz der rund 15 Jahre Altersunterschied glaubte ich mich auf einer Wellenlänge mit diesem Mann zu befinden. Wir tauschten uns intensiv aus. Inzwischen hatte ich großen Spaß an dem Ritual des Absinthtrinkens gefunden. Auch davon bestellten wir ein um die andere Runde, was allerdings nicht folgenlos blieb. Als ich mir von Jakob eine Zigarette nehmen und mich dazu über den Tisch beugen wollte, an dem wir saßen, verlor ich das Gleichgewicht und fiel seitwärts vom Barhocker. Ich konnte gar nicht mehr so schnell reagieren, um den Sturz noch abzufangen. Umso schneller war da mein Begleiter. Ehe ich es wirklich realisiert hatte, war er aufgesprungen und hatte mich unter den Armen gepackt und wieder hingesetzt. Diese Dynamik und Schnelligkeit hätte ich ihm mit seiner voluminösen Figur gar nicht zugetraut. Ich war noch ganz verdutzt und sprachlos. Für mich und meine grüne Fee war das alles viel zu schnell gegangen. »Vielleicht reicht das langsam für heute«, gab mir Jakob nun zu verstehen. »Ich glaube, wir beide haben genug getrunken, oder? Wir können ja morgen in die Verlängerung gehen. Jetzt sollten wir wohl besser beide ins Bett, sonst bin ich noch hier der Nächste, der vom Stuhl kippt. Und mich kriegst du so schnell nicht wieder hier hochgehoben wie ich dich.« Er lachte aus vollem Halse und erfreute sich an seinem eigenen Witz. »Vielleicht hast du recht. Ich hoffe nur, dass ich noch bis zu meinem Boot schaffe. Ich übernachte nämlich auf einem Hotelschiff, die Moldau, gut 4 Kilometer aufwärts.« »Das kenne ich«, sagte Jakob. »Da kommst du aber noch gut mit der Tram hin. Du musst nur einmal zurück über die Karlsbrücke und von dort mit der 17 in Richtung Lewtschkeo.« »Das schaffst du schon. Hinbringen kann ich dich da nicht. Das schaffe ich nicht in meinem Zustand. Außerdem muss ich nach Bubenetsch. Das liegt so ganz genau in der anderen Richtung. Aber lass uns zuerst mal bezahlen gehen, bevor wir den Heimweg antreten.« Diesmal beteiligte sich Jakob und wir teilten uns die Rechnung. Er habe sich für den Abend bereits oft genug von mir einladen lassen. Vor dem U Maleoglena versuchte ich mich in der kühlen Nachtluft ein wenig zu sammeln. Um mich herum drehte sich alles. Meine Sinne waren wie vernebelt und der Gleichgewichtssinn war auch nicht mehr so richtig vorhanden. »Kriegst du das jetzt hin oder sollen wir dir ein Taxi zu deinem Schiff bestellen?«, wollte Jakob wissen. »Nicht, dass du mir noch hier in die Moldau kippst.« »Nein, nein, das kriege ich schon hin. Außerdem wird mir ein bisschen frische Luft bestimmt ganz gut tun. Sehen wir uns denn morgen noch einmal wieder? Der Abend hat mir ja doch viel Spaß gemacht. Du bist ein guter Fremdenführer.« »Danke, mir hat es auch gefallen. Und gerne können wir uns morgen treffen. Ich hatte vor, auf der Kamperinsel im Konirna zu Mittag zu essen. Dort gibt es stets ein sehr gutes Sonntagsessen zu einem fairen Preis. Auch wenn das Restaurant an sich zu den nobleren der Stadt gehört. Hast du Lust, mir dabei Gesellschaft zu leisten?« Ich hatte. Und so verabredeten wir uns für den folgenden Tag zum Lunch, verabschiedeten uns und gingen beide unserer Wege. Die frische Nachtluft gab mir das Gefühl, wieder ein wenig klarer im Kopf zu werden und so beschloss ich, nicht auf direktem Wege die Karlsbrücke anzusteuern, sondern noch einen Abstecher über besagte Kamperinsel zu machen. An einem Kiosk, der auch jetzt weit nach Mitternacht noch geöffnet hatte, kaufte ich mir bei einem vietnamesischen Verkäufer noch eine Flasche Staropram. Ich konnte scheinbar nicht genug bekommen von dem tschechischen Bier. Über eine kleine Brücke kommt, betrat ich dann die Halbinsel. Zu meiner Linken sah ich im fahlen Licht der Laternen eine über und über mit Graffiti besprühte Wand. In der Mitte ein großes Porträt von John Lennon. Das Ganze wirkte wie eine Kult- oder Gedenkstätte für den ermordeten Beatle, zumal auch noch einige Kerzen und Blumen davor lagen. Warum John Lennon? Warum hier in Prag auf der Kamperinsel? Was das auf sich hatte, würde ich morgen mal Jakob fragen. Ich kam zu einem kleinen Park am Flussufer, setzte mich dort auf eine Mauer direkt am Wasser und trank mein Bier. Der Park schien menschenleer zu sein. Ein wenig ängstlich schaute ich mich um. Aber was sollte mir schon groß passieren? Ausgeraubt werden, vergewaltigt, ach was. Ich wischte meine kurzzeitigen Ängste hinfort. Der Alkohol lässt Menschen stets mutiger werden. Plötzlich hörte ich von irgendwoher ein Schluchzen. Ich war irritiert. Aus dem Schluchzen wurde ein klägliches Jammern und bald darauf ein herzzerreißendes Weinen. Ich schaute mich um, konnte aber in dem schummrigen Licht nichts erkennen. Also stand ich auf und ging in die Richtung,
aus der das Wehklagen kam. Mir fiel die Geschichte der unglücklichen Anetzka ein, von der mir Jakob erzählt hatte, die hier als trauriger Geist über die Insel spuken sollte. Konnte das sein? Hatte der Absinth mir dermaßen die Sinne vernebelt? Ein bisschen unheimlich war mir inzwischen schon zumute, da das Weinen nicht aufhören wollte. Dann sah ich auf einer Bank unter einer Laterne eine Gestalt sitzen. Von dieser ging die Laute aus. Sollte das wirklich Anetzka sein? Aber die Geschichte gehörte doch ins Reich der Fabeln und Märchen. Es gibt keine Gespenster, auch nicht im nächtlichen Prag. Da war ich mir selbst in meinem berauschten Zustand ziemlich sicher. Aber genau von dem Fluch der jammernden Frau auf der Kamperinsel hatte mir Jakob doch vorhin erst erzählt. War das ein großer Zufall? Oder sollte es diese Geister wirklich geben? Ich konnte es nicht glauben und trat näher an die Gestalt heran. Es war eindeutig eine Frau, die dort saß. Dann bemerkte auch sie mich und schaute erschrocken auf. Es war nicht Anetzka, es war Maria, die Frau aus dem Foltermuseum, die dort hockte und mehr als unglücklich wirkte. Ängstlich blickte sie an mir hoch, doch nun schien auch sie mich zu erkennen. »Du bist das?« fragte sie mich überrascht. »Was machst du denn hier?« »Bier trinken.« Etwas Klügeres fiel mir spontan nicht ein. Ich merkte, dass meine Zunge sehr schwer und mir die Worte nicht mehr leicht über die Lippen gingen. »Ich bin sozusagen auf dem Heimweg in mein Hotel und habe hier nur noch einen kleinen Zwischenhalt eingelegt, um ein letztes Bier zu trinken«, fuhr ich fort. »Zuvor war ich mit meinem neuen Freund hier auf der Kleinseite unterwegs. Ein bisschen Sightseeing, eine kleine Märchenstunde und dann noch der Besuch in einer Jazzbar. Da habt ihr aber scheinbar gut zugelangt, oder? Ganz nüchtern wirkst du jedenfalls nicht mehr.« Sie wischte sich mit dem Ärmel die Tränen ab und versuchte ein Lächeln. »Wohl wahr. Ich hatte in der Tat einen sehr schönen Abend. Im Gegensatz zu dir, vermute ich mal. Was ist denn los? Du bist ja ganz aufgelöst.« »Mein Abend war eigentlich auch ganz in Ordnung, aber ich musste an die kommende Woche denken, wenn ich zurück in Hamburg sein werde«, fing sie nun an zu erzählen. »Da kommt mein Freund wieder. Der war jetzt für ein Jahr in Australien, hatte dort einen Job bei einer Softwareherstellerfirma angenommen, angeblich ganz wichtig und ein riesiger Karriereschritt für ihn. Wir hatten uns zwar geschworen, dass wir uns die Treue halten und weiter zusammenbleiben, dass alles so sein wird wie bisher, wenn er zurück nach Deutschland kommen wird, aber inzwischen habe ich da so meine Zweifel. Zum einen vermute ich, dass es da in Melbourne auch nicht so ganz mit der Treue abläuft, wie er das versprochen hatte. Irgendwie ist er oft so komisch und distanziert am Telefon, wenn wir uns dann mal sprechen. Und bereits zweimal hatte ich auch das Gefühl, er sei nicht allein in seinem Apartment gewesen, als ich ihn dort anrief. Zum anderen bin ich mir auch selber nicht im Klaren darüber, was ich überhaupt noch für ihn empfinde. Dabei war er doch meine große Liebe. Schon seit der Oberstufe waren wir zusammen und alle in der Schule hielten uns für das perfekte Paar. Ich wollte nie einen anderen Mann als ihn, aber im Laufe des letzten Jahres hat das rapide nachgelassen. Vielleicht liegt es an der Distanz. Ich habe das Gefühl, wir haben uns sehr entfremdet. Er redet nur noch von seinem Job und interessiert sich überhaupt nicht mehr für meine Angelegenheiten. Immerhin habe ich doch mit einem Fotografiestudium angefangen und stecke da gehörig im Uni-Stress. Aber davon will er gar nichts hören. Genauso wenig wie ich von seiner Scheißinformatik. Sie fing wieder zu weinen an. Eigentlich bin ich auch nicht nur nach Prag gefahren, um meine Großeltern zu besuchen, sondern um mir klar darüber zu werden, wie es mit meiner Beziehung weitergehen soll. Doch da bin ich noch keinen Schritt vorangekommen. Ich weiß gerade selber nicht, was ich überhaupt will. Sie wirkte richtig verzweifelt und schaute mich nun fragend an. Aber was sollte ich ihr raten? Mein betrunkenes Geschwafel würde sie jetzt bestimmt nicht gut ertragen. Gerne wäre ich in diesem Moment wieder nüchtern gewesen. Doch so schnell verabschiedet sich die grüne Fee von einem nicht. Also gab ich mir redlich Mühe, einigermaßen flüssig zu sprechen. Das klingt kompliziert. Im Endeffekt kannst du das ja nur entscheiden. Willst du ihn noch oder nicht? Bei der Entscheidung kann dir wohl keiner helfen. Manchmal ist es aber vielleicht besser, einen klaren Schlussstrich zu ziehen. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Oh, wie mich meine Phrasen nerven, die ich immer wieder raushaute, wenn ich getrunken hatte. Das ließ sich kaum kontrollieren. Ehe ich mich versah, kamen sie auch schon aus meinem Mund und schon ärgerte ich mich darüber. Doch Maria schien damit für den Moment ganz zufrieden zu sein. Vielleicht hast du recht. Ich habe ja auch noch ein paar Tage Zeit, mir darüber klar zu werden. Er kommt ja erst Donnerstag zurück. Andererseits versuche ich bereits seit Wochen, für mich eine Entscheidung zu treffen. Irgendwie läuft mir die Zeit davon.
und ich möchte endlich wissen, was ich will und nicht weiter im Unklaren sein. Nichts wäre schlimmer, als ihm nach einem Jahr gegenüberzutreten und keine Ahnung zu haben, was ich fühlen oder für ihn empfinden soll. Ich fand im Moment erstmal nur Schwindelgefühl. Die grüne Fee tanzte wild mit mir durch die Nacht. Hatte mir Maria, die Frau, die ich doch vorhin erst kennengelernt hatte, gerade ihre ganze Beziehungsgeschichte erzählt? Und lag da wirklich alles so im Argen? Treibt sie sich deshalb abends in Foltermuseen herum, in der Hoffnung, dort eine Lösung für ihre Probleme zu finden? Mir fiel es schwer, einen klaren Gedanken zu fassen und diesen auch noch festzuhalten. Dieser Absinth. Immerhin verspürte ich noch nicht das Bedürfnis, mir ein Ohr abzuschneiden. Aber wer weiß, was nicht ist, kann ja noch kommen. Schon wieder so eine hohle Phrase. Hatte ich diese jetzt nur gedacht oder laut ausgesprochen? Meine Sinne spielten verrückt. Ich starrte Maria scheinbar so unsicher an, dass sie mich nun besorgt fragte, ob mit mir alles in Ordnung sei, worauf ich nur vorsichtig nicken konnte. Nicht zu heftig, denn dann würde sich das Karussell in meinem Kopf noch schneller drehen als jetzt schon.